auf Schießbahn 1. Die zittern. Denn die Königin dieses Biathlon-Winters, Thora Berger, bittet zum Showdown. Es geht um den Sieg in diesem Rennen. Es geht für sie aber auch jetzt schon darum, den Gewinn des Gesamtweltcups festzuziehen. Wenn sie hier heute vor Domracheva ins Ziel kommt, dann krönt sie diese Pralinen-Saison vorzeitig. Einen Fehler, den konnte sie sich wahrscheinlich sogar erlauben gegen Vita Semerenko. Zwei Fehler, das ist die Chance für die Dame aus der Ukraine. Aber sie beginnt mit einem Fehler und das hört Thora Berger durch das Raunen auf den Tribünen und sie schießt den zweiten Fehler. Berger ist jetzt mit der ersten Strafrunde fertig. Geht gemeinsam mit Semerenko in die zweite Strafrunde. Was machen die hier? Alles oder nichts? Oder einen Podestplatz absichern? Kuzmina schießt schnell und sicher. Trifft fünfmal. Kann jetzt möglicherweise sogar in Führung gehen. Henkel schießt einen Fehler, muss noch einmal in die Strafrunde. Und Kuzmina geht in Führung. Hauchdünn vor Thora Berger. 1,3 Sekunden. Andrea Henkel mit einem weiteren Fehler schießt sich aus dem Kampf um die Podestplätze. Bescon. Dritte. 9 Sekunden hinter Berger. Aber nicht in der Lage, dort heranzulaufen. Pidruschna, vierte. Und dann kommen Semerenko und Domracheva, die jetzt beim letzten Schießen fehlerfrei geblieben ist und natürlich sofort hier Vita Semerenko einkassiert und sogar noch die Chance hat, aufs Podium zu laufen. 18 Sekunden hinter Anaïs Bescon. Daria Domracheva auf Position 6 jetzt aktuell. Anastasia Kuzmina kommt zu diesem letzten Schießen mit 48 Sekunden Rückstand auf Thora Berger. Und nutzt es und geht in Führung. Sie hatte die gleiche Chance, Andrea Henkel. Aber da konnten sie es gut sehen. Rechts daneben der Fehler. Und dann macht sie es wie beim dritten Schießen vor dem letzten Schuss. Aber diesmal nützt es nichts. Ein- oder zweimal wird zwischen dem Schuss kurz eingeatmet, dann beim Ausatmen kurz angehalten. Ja, Gerald Hönig, schade drum. Und Anastasia Kuzmina, sie kann sich lösen von Thora Berger. Aus den 1,3 Sekunden sind jetzt schon ein paar mehr geworden. Fehlt Thora Berger jetzt hier auf der letzten Runde die Kräfte oder kann sie nochmal kontern? Bescon und dahinter kommt schon Daria Domracheva. Wie erwartet hat die sie schon von der 6 auf die 4 geschoben. Für Kuzmina wäre es der zweite Saisonsieg in Antols. Da hat sie den Sprint gewonnen. Für Berger wäre es der 11. Und für sie, für Anaïs Bescon, wäre es der 1. Podestplatz überhaupt. Ein 5. Platz aus dem Dezember 2010 ist ihr bestes Ergebnis bisher. Jetzt ist aber Thora Berger wieder näher rangekommen. Jetzt ist sie wieder dran an Anastasia Kuzmina. Jetzt kommen sie zum höchsten Punkt der Strecke. Attackiert Thora Berger jetzt bereits oder wartet sie bis zum WM-Haugen oder sogar bis ins Stadion? Kuzmina wirkt müde, hat sich möglicherweise bei diesem Ausreißversuch übernommen. Berger geht vorbei.
Kann Kuzmina jetzt noch mal dranbleiben oder war es das schon? Bescon, 16 Sekunden dahinter. Wie ist der Abstand zwischen ihr und Daria Domracheva? Schafft die junge Französin ihren ersten Podestplatz? 6 Sekunden sind das jetzt nur noch von 20. Das wird verdammt schwer für Anaïs Bescon. Und Tura Berger hat ein weiteres Kapitel ihrem Erfolgsbuch hinzugefügt. Der Abstand auf Kuzmina wächst. Das ist der Kampf um Platz 3. Domracheva einmal noch durchschnaufen, die letzte Abfahrt, dann wieder arbeiten. Keine Zeit verlieren. Aber sie weiß, Daria Domracheva, am Ende dieser Abfahrt, da kommt der letzte lange Anstieg. Da schnappt sie sich die Französin, da bin ich mir fast sicher. Und jetzt ist Kuzmina wieder dran. Ist das spannend. Das ist der Hügel der Schmerzen, den ich Ihnen auf der ersten Runde schon ans Herz gelegt hatte. Dass es hier möglicherweise zu einer Entscheidung kommen kann. Wird es das oder nicht? Attackiert Tora Berger, kann Kuzmina folgen? Berger mit dieser hohen Frequenz. Kuzmina wirkt immer mit den großen, ausladenden Schritten etwas schwerfälliger. Aber Berger kann hier nicht davon springen. Kuzmina bleibt dran. Es gibt noch diesen einen kleinen, giftigen Anstieg. Hinter den Schießstand beim letzten Mal. Da laufen sie ja außen herum um den Schießstand. Oder macht es Berger jetzt hier im Übergang klar? Da, wo die Oberschenkel platzen. Da, wo man eigentlich mal kurz verschnaufen möchte, aber weiter arbeiten muss. Ja, so sieht es aus. In diesem Übergang zieht Berger davon. Mit einem Vorsprung wird sie gleich hier ins Stadion laufen. Das war dann doch schon der Knackpunkt. Und jetzt würde ich doch gerne mal den Blick zurückwagen. Was macht das norwegische Fernsehen? Bleibt natürlich hier drauf auf Tora Berger. Sie feiern ihre Lokalheldin. Aber da hinten sehen wir es. Ja, wie erwartet, Daria Domracheva vorbei an Bescon. Kann die jetzt dranbleiben? Domracheva konnte den Übergang nicht nutzen, um davon zu ziehen. Aber sie ist eine so exzellente Läuferin. Der Blick nach vorn, Tora Berger, bietet wirklich alles. Auf die Frage gestern, ob sie vielleicht nicht doch weitermachen möchte bis 2016, wenn hier die Heim-WM stattfindet in Oslo, hat sie abgewunken, gesagt, sie hat andere Pläne. Sie möchte in die Natur, sie möchte angeln gehen, sie möchte laufen gehen, sie möchte am Vasalauf teilnehmen. Heute ja in Schweden der Vasalauf, 90 Kilometer, 16.000 Teilnehmer. Da werden wir Tora Berger dann vielleicht in 2 Jahren sehen. Nach den Olympischen Spielen in Sochi ist Schluss für sie. Aber heute hier, da bietet sie etwas an. 3. März 2013. Es ist 12.07 Uhr. Tora Berger sichert sich vorzeitig den Gewinn des Gesamtweltcups vor den Augen ihres Königs, vor den Augen ihrer heimischen Fans mit dem 3. Sieg in Folge hier in Oslo am Holmenkollen. 3-mal hat sie hier gewinnen können, 3-mal in Folge, 3-mal in dieser Woche. Sie ist die Beste dieses Winters. Herzlichen Glückwunsch, Tora Berger, zu einer überragenden Saison. Anastasia Kuzmina wird Zweite. Diese Berger war in dieser Woche einfach nicht zu schlagen. Und Daria Domracheva kommt als Dritte ins Ziel, verhindert damit zumindest den vorzeitigen Gewinn der kleinen Kristallkugel von Tora Berger im Massenstart. Und Anaïs Bescon wird Vierte, bestes Ergebnis ihrer Karriere bisher. Die 25-jährige Französin. Olena Pedruzhna und Vita Semerenko auf den Plätzen 5 und 6. Und dann kommt Kaisa Mäkkäräinen
die Finnen, die ebenfalls hier in Oslo schon mal den Gesamtweltcup gewinnen konnte vor 2 Jahren. Da war aber hier das Finale des Weltcups. Im letzten Rennen konnte sie die große Kristallkugel gewinnen. Jetzt im Fotofinish mit Oberhofer und Andrea Henkel ist im Ziel auf Position 12. Bis zum letzten Schießen lag sie gleich auf mit der zweitplatzierten Kuzmina. Da war also alles möglich. Ärgerlich diese beiden Fehler beim letzten Schießen. Und Marie-Dorin Aber gestern Zweite in der Verfolgung, heute als 13. im Ziel. Miriam Gössner und Nadine Horchler lagen bei der letzten Zwischenzeit auf den Plätzen 19 und 20. Franziska Hildebrand auf Position 25. Miriam Gössner, hier sehen wir sie auf ihren letzten Metern. Der Ausflug zu den Nordischen nach Val de Fiemme. Er hat eben dann doch zu viel Kraft gekostet. Aber wer jetzt sagt, das hat sich nicht gelohnt, das war ein Fehler, dem muss man entgegnen. Sie hat dort eine Medaille um ein paar Hundertstel Sekunden verpasst, um ein paar Zehntel, ehrlich gesagt. Aber dennoch, Platz 4 dort, also das war ein Versuch allemal wert. Andrea Henkel also ist abermals die beste Deutsche mit einem 12. Platz heute hier in diesem erlesenen Feld. Und jetzt kommt Miriam Gössner ins Ziel mit einem 19. Platz heute. Und dann sehen wir auf der Zielgeraden auch schon Nadine Horchler dort hinten angelaufen. Auf Platz 21 also kommt sie ins Ziel nach einem sehr spannenden Massenstartrennen. Am Ende hat sich die durchgesetzt, mit der alle gerechnet haben. Tura Berger. Glückwunsch an die Norwegerin. Es ist die einzig verdiente Siegerin, nicht nur dieses Rennens, sondern auch des Gesamtweltcups. Hut ab vor dieser Leistung. Nicht nur am Schießstand, wie ein Feuerwerk. Auch dann auf der Schlussrunde noch mal der Kuzmina gezeigt, wo hier wirklich der Hammer hängt. Ne? Ja, also genau, das hat sie wirklich zermürbt auf der letzten Runde. Also es waren einige Angriffe und das war wirklich eine spannende letzte Runde. Und ja, und sie hat sich aber trotzdem auch wieder hier durchgesetzt. Tora Berger schießt nicht nur gut, sie schießt auch sehr schnell. Wir können uns mal alle Schießen anschauen und sehen da im Rhythmus. Jetzt nehmen wir mal das zweite ein bisschen raus. Da war der Wind möglicherweise etwas stärker, deshalb 31,5. Aber ansonsten ein Rhythmus, der ist wirklich überragend schnell, Kathi. Ja, also sie nimmt da auch dem gesamten Feld einiges ab. Also das sind Schießzeiten, da liegt sie bei den Männern schon ganz weit vorne mit einer niedrigen 20. Also das ist schon wirklich bemerkenswert. Und ein Rhythmus von nicht mal 2 Sekunden teilweise. Weil man muss ja überlegen, man atmet ja noch zwischen den Schüssen noch. Und das schafft sie und schafft auch die Waffe ruhig zu kriegen wieder. Und also es ist wirklich der Wahnsinn. Also sie hat 8 Sekunden vor der nächstbesten in der Schießzeit und vor den Deutschen sogar teilweise über 20 Sekunden. Und da sieht man halt mal, was man auch am Schießstand alles für Zeit rausholen kann. Andrea Henkel, die beste Deutsche heute bei Wilfried Haag. Ja, so ist es. Andrea ist da, Rang 12. Beim letzten Schießen noch die Möglichkeit, vielleicht doch noch nach dem Podium zu greifen. Ist das besonders bitter oder sind Sie alles in allem zufrieden? Ah, nee, also das letzte Schießen hätte nicht sein müssen. Aber ich habe euch ganz schön schwer getan. Die Beine haben gezittert dann. Und ja, war schade. Also es ist schon ärgerlich. Ist das die Kraft, die da fehlt oder die Konzentration? Also weiß ich nicht. Ich war schon noch ein bisschen kaputt, aber ich finde, es ging mir jetzt von Tag zu Tag ein bisschen besser auf der Loipe. Und das muss einfach noch gehen. Also man muss dann einfach treffen können. Das gehört dazu. Dann wünschen wir Ihnen gute Erholung und viel Glück bei den letzten beiden Weltcups. Weiter geht's mit euch beiden da oben. Franziska Hildebrand 26, Laura Dahlmeier 27. Die beiden sind auch im Ziel. Und wir können uns den Gesamtweltcup-Stand noch mal anschauen, damit wir Ihnen auch statistisch liefern können, dass Tora Berger nicht mehr einzuholen ist. Denn es sind nur noch 5 Rennen und damit nur noch 300 Punkte zu vergeben. Und da kommt die Daria nicht mehr ran, selbst wenn Tora alle Rennen aussteigen würde und sie alle gewinnen. Da ist nichts mehr zu machen. Also Glückwunsch an Tora Berger.